Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der VfB Stuttgart Karriere. Ja Leute, Saisonvorbereitungsturnier, es ist Wintertransferphase, Sommertransferphase, haben wir zuerst dann die Wintertransferphase, dann werden wir auch wieder bis zum Ende der Saison simulieren und wir sind auch wieder in der Champions League dabei. Transferphase vorbei, Nkunku kam für den rechten Flügel für 95,5 Millionen, Pau Torres 86,1, Olmo 70 Millionen, Ceballos ging für 60, Mangala kam für 40,2, Thomas ging für 32,5, Führich 32,2, Anton 23,9, Koulibaly 15, Massimo 12,1 und Ito für 6 Millionen, würde ich sagen, sehen wir uns im Winter wieder. Wir sind jetzt in der Wintertransferphase. Ich glaube nicht, dass mir der Champions League gereicht hat. In der Bundesliga sind wir auf Platz 3. Im Pokal sind wir noch dabei. Runde 2 haben wir gewonnen hier gegen Wien Wiesbaden. Runde 3 1-0 gegen Düsseldorf, spielen jetzt gegen Mainz 05. Und es sind eigentlich auch gar nicht mehr gute dabei, außer Dortmund, Bayern, Leverkusen und Gladbach. Champions League sind wir, glaube ich, raus. Hat nicht gereicht. Doch, es hat gereicht. Als Zweiter ganz, ganz knapp. Wir haben wieder das komische Team gehabt aus Russland, was es eben nicht gibt. Porto 3 Siege, 3 Niederlagen. Wir nur 2 Niederlagen. Hat sich hier mehr angefühlt gegen City und Porto einmal. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir gegen City im Rückspiel und gewonnen? Hä? Also hier haben wir gegen Porto gewonnen. Hier haben wir gegen City verloren. Dann haben wir zweimal gegen das Team 3-0 gewonnen. Dann haben wir gegen City gewonnen. Ah, okay. Und dann gegen Porto verloren. Heißt, reicht. Mal schauen, was hier wieder so passieren wird. Ich denke aber nicht viel. Wir waren jetzt hier in der Wintertransferphase. Bredlo geht zu Sheffield 1,25. Basoli zu Tondela 1,25. Ahamada zu Freiburg 5,3. Das war's. Wir sehen uns beim Champions League Spiel gegen Tottenham. Und bis dahin simulieren wir dann. Achtelfinal Hinspiel gegen Tottenham daheim mit Müller. Den müssen wir vielleicht austauschen nächste Saison. Deswegen verlieren wir auch hier mit 3:1. Rückspiel gegen Tottenham und ich glaube, das war's. Starten wir hier rein in die Schnellsimulation. Spielen 2:2, sind damit leider raus. Wir sind am Ende der Saison. Meister sind wir auch nicht geworden. Nur Platz 3, immerhin sind wir wieder in der Champions League dabei nächstes Jahr. Pokalsieger sind wir auch nicht geworden. Dann abgestiegen sind Bochum und Augsburg. Leipzig muss in die Relegation, hoffentlich steigen die ab. DFB-Pokal gewinnt Gladbach. Wir sind im Halbfinale gegen Dortmund, haben wir verloren 3:2, hier noch gegen Mainz gewonnen. Relegationsspiel gewinnt Leipzig, die bleiben drin gegen Düsseldorf. Wir verlieren das Vorbereitungsturnier im Finale. Superpokal gewinnt Paris gegen Tottenham. Die Champions League gewinnt Atletico Madrid gegen Sociedad. Die Europa League gewinnt Villarreal 5:4 gegen Leicester City. UEFA Conference League gewinnt Braga 2:1 gegen den FC Valencia. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz hier auf die Statistiken rein bei unseren Spielern, wie die alle abgeschnitten haben. Am meisten Einsätze Fiete mit 44, am meisten Tore Kalajdzic mit 23, am meisten Vorlagen Olmo mit 13, am meisten ohne Gegentor Torres, Gavi und Silas. Und da würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr wie immer keine Videos mehr verpasst. Das war's von mir, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.